Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 9. März hier bei unserem Channel, bei unserem Livestream für den Devisenmarkt. Wir wollen heute schon im Vorfeld der EZB-Sitzung am morgigen Tag uns den Euro gegenüber dem US-Dollar anschauen, weil hier bereits eine interessante Chartkonstellation zu sehen ist. Drum eventuell morgen auch nochmal im Devisenradar das Währungspaar, aber heute eben schon mal faktisch interessant. Gestern ein Tag mit ein wenig Schwankungen beim Euro. Ja, uninteressant. Wir hatten ja gestern bei dem IB Days auch hier FX-Händler am Start, die den Euro auch versuchten einzufangen. Klappte ganz gut, aber die eigentlichen Bewegungen fehlten letztlich. Aber schauen wir uns mal das eigentliche Bild jetzt hier mal im großen Intervall an. Aktuelle Woche eher dürftig und zwar hier wieder ersichtlich, dass die Zone um 1,10, 1,1035 wieder ganz klar eine Hürde darstellt. Bereits in der Vorwoche scheiterte das Währungspaar und auch in dieser Woche hier, wir sehen es beim Hoch. Knapp 1,1058, 1,1060 drehte der Preis wieder nach unten. Und auch hier aktivierte sich jetzt der graue Szenarienpfeil nach dem Motto, eine Erholung ist möglich, sollte aber wieder im Bereich 1,10 stoppen. Ja, und mit dem gestrigen Tageshoch, das haben wir hier bei 1,1058 gesehen, endete dann tatsächlich dieser Impuls und dann zum Handelsende hin wurde es hier dann wieder sichtlich schwächer. Heute, wir sehen es klar, Euro-US-Dollar weiter schwach und das eben unterhalb der Marke von 1,10 und genau dieses Level sollte man für heute, für morgen im Auge behalten. Denn es lässt sich hier, wie gesagt, relativ gut interpretieren, was der Markt macht. Unterhalb dieses Niveaus sollte hier ein weiterer Preisverfall präferiert werden, der dann ergo hier zu neuen Tiefs führen dürfte. Der Punkt ist aber, ja, was wird die EZB morgen machen? Da streiten sich schon wieder die Geister, ob es hier nochmal einen Schlag in Richtung Konjunkturauftrieb gibt, Anleiheaufkäufe, gegebenenfalls vielleicht auch Aktienaufkäufe. Inwiefern hier an der Zinsschraube, an den Einlagesätzen gespielt wird, das wird wieder hochinteressant zu sehen sein. Faktisch jedoch mit dem aktuellen Verlauf ist hier eben mit dem letzten Hoch die Frage gänzlich offen, ob es sich hier um ein Ende der Abwärtsbewegung handelt oder ob das hier so ein korrektiver Rücklauf ist, der ergo hier rein technisch bedingt jetzt dann hier eine ja, fallende Sequenz aufweisen könnte. Wir versuchen hier nochmal gerade den letzten Bewegungsimpuls einzufangen mit Fibonacci, also von dem letzten Hoch zum letzten Tief, einfach nur um sozusagen die Intensität der laufenden Gegenbewegung einzufangen. Und da sehen wir hier, dass das Währungspaar am 38er Level scheiterte. Hier dieses 38er Level knapp über 1,1030, 1,1036 speziell. Da sahen wir eben gestern hier diese Umkehrbewegung und im großen Fibonacci-Muster vom Dezember bis zum Januar hoch, Februar hoch vielmehr. Da haben wir aber hier auch gesehen, dass das 61er Fibonacci-Retracement-Level unlängst hier eine Erholung einleitete und genau darauf wird es jetzt auch ankommen. Ob wir morgen einen großen Overrange-Day sehen, der in Sachen Volatilität wieder den Deckel sprengt, das muss man mal abwarten. Faktisch sollte man hier bei der EZB auf die Impulse warten, die denn da kommen. Gehen wir hier über 1,1050 raus, dann wäre hier ganz klar ein weiterer Auftrieb zu präferieren. Ergo hier dann durchaus wieder Niveaus in Richtung 1,1350 denkbar. Allerdings, wie gesagt, das mal hier vor dem Hintergrund dessen, dass man mal abwarten muss, was der Markt dann tatsächlich macht. Wir haben von der Wochentagsstatistik her heute einen leicht bullischen Tag im Overview zum Ende der Woche. Euro-US-Dollar generell immer wieder stärker. Und insofern darf man sich am Donnerstag mal darauf einstellen, dass hier rein statistisch leicht positive Preise zu erwarten sind. Die Saisonalität mit Blick auf die kommenden 20 Tage gibt hier nicht wirklich viel her, außer dass es morgen hier in den letzten 16 Jahren, also bis zum 10. März, also hier 10. März, EZB-Event morgen, hier generell einen Dip geben könnte, der dann aber direkt im Anschluss zu steigenden Preisen führte in der Vergangenheit. Das ist eine ganz interessante Konstellation. Und insofern würde ich empfehlen, Euro-US-Dollar im Auge zu behalten. Über 1,1050 aktiviert sich hier ein Long-Setup. Bleiben wir unter 1,10, dann ist das Risiko groß, dieses, ja, ich will es mal sagen, roten, schematisch dargestellten Verlaufs, dass wir dann hier nochmal in 1,1085 gehen. Rein taktisch, technisch wäre hier ein klares Verkaufssignal gegeben, wenn wir hier das Tief vom 2. März unterschreiten bei 1,1082,05. Dann muss man davon ausgehen, dass der Markt durchaus die Dezember-Tiefs nochmal ansteuert. Das könnte dann entsprechend diese Wahrscheinlichkeit annehmen, diese Bewegungsintensität. Hier zwischen
zwischen 1,1085, 1,10 ist Euro, US-Dollar, ja, mehr oder weniger in einem Pendel. Also hier kann es volatil oszillieren, also immer wieder hin und her schwanken, ohne hier auf Tagesbasis einen ganz klaren Trend aufzuwerfen. Das gilt es zu beachten. Deswegen Euro, US-Dollar bereits heute spannend zwischen 1,1050 und 1,085 in Range aufgrund dieser korrektiven Bewegung jetzt hier. Hier kann, wie gesagt, alles passieren. Signifikant wird es erst, wenn wir über 1,1050 ausbrechen oder eben hier unter das Tief speziell vom 2. März gehen, 1,0825. Dann haben wir Folgesignale. Ansonsten hier für Range Trader sehr, sehr interessant. Hier kann Euro US-Dollar schön hin und her spinnen, um sozusagen dann hier auch Intraday wieder Chancen zu eröffnen. Und davon gehe ich eigentlich auch aus, dass das passiert. Apropos Intraday, schauen wir uns den Euro mal an. Der ist ja bislang schwach unterwegs, unlängst ein neues Tagestief gemacht. Stauchen wir mal den Chart zusammen. Wir haben hier im Stundenchart einen Aufwärtstrend, der bereits Anfang März hier gebrochen wurde. Dann gab es hier den Versuch der Rückeroberung. Hier sehen wir auch oben hier bei 1,1035 diese Widerstandslinie. Das kommen wir uns mal ein Stück raus. Ja, die ist ja nicht von ungefähr, dieses Level. Es ist eine Zone, die immer wieder für Price Action sorgte. Und auch da scheiterte Euro-US-Dollar eben zuletzt. Und jetzt sind wir hier am oder knapp oberhalb des heutigen Pivot Points. Insofern aufgrund der jüngsten Bewegung hier nach oben noch nicht ganz destruktiv, aber wird das gestrige Tagestief hier unterschritten, was speziell hier im Bereich oder unterhalb von 1,094 liegt. Da muss man davon ausgehen, dass hier das Support Level 1 des Pivot Points angesteuert wird und Euro-US-Dollar dann entsprechend hier zunächst erstmal die untere Seite des auf Tagesbasis ersichtlichen Niveaus 1,085 testet. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Passt nicht zum Wochentag und passt auch nicht unbedingt zur heutigen FTSE-Vektorlogik, aber wäre eben hier aufgrund des Scheiterns 1,10, 1,1035 durchaus ein mögliches Szenario. Umkehrschluss eben, wenn Euro-US-Dollar sich hier um den Pivotpunkt fängt und dann doch wieder nach oben strebt. Aber im Vorfeld der EZB muss man hier nicht unbedingt schon aggressive Swing Trades suchen. Da empfiehlt es sich manchmal doch ein Stück weit abzuwarten, was nach dem EZB-Event passiert. Sich hier vorzeitig zu positionieren, gleicht letztlich dem Glücksspiel. Intraday kann man hier, wie gesagt, auf die Verteidigung des Pivot Points setzen, wenn es da durchgeht, insbesondere unter das gestrige Tagestief bei 1,094. Dann kann man durchaus auf einen weiteren Shortverlauf setzen. Aber ansonsten würde ich hier definitiv präferieren, erstmal die Füße stillzuhalten und abzuwarten, was denn da morgen kommt. Aber spannend ist Euro-US-Dollar in jedem Falle, gerade vor dem Hintergrund des Tagescharts und der Situation, dass wir hier sozusagen gerade im Konsolidierungsmodus stecken und hier die Entscheidung eben sicherlich morgen fällt über 1,10 oder Richtung 1,08205, unterhalb dessen dann weiterer Abverkauf. Bleibt spannend. Euro-US-Dollar im Big Picture, wie gesagt, hier nochmal die Bestätigung bei 1,10 und insofern, ja, der bullische Bias ist hier definitiv noch nicht gänzlich nach außen getreten. Da wird sicherlich Super Mario morgen seinen Beitrag leisten. Wir werden gegebenenfalls morgen dann nochmal den Euro-US-Dollar beleuchten. Heute Nachmittag allerdings das JFD-Devisenradar-Webinar 15 bis 16 Uhr. Da werden wir gegebenenfalls nochmal auf den Euro eingehen und die bisherigen Verläufe. Wenn Sie Lust haben, schalten Sie ein, kostenfrei. Überdies werden wir natürlich alle anderen interessanten Währungspaare und Ihre Wunschpaare unter die Lupe nehmen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns, hören wir uns nachher. Ansonsten wieder morgen 9:30 Uhr. Bis dahin, beste Grüße und viel Erfolg beim Trading.